Next turn. Congratulations. You Lasst mich raus. Ich bin absichtlich gestorben, wenn ich wieder Kniffel spielen kann. Ich wurde durchschaut. Shit. Gegner! Agree. For the people! Ich werde das ganze Loot jetzt aber hier liegen lassen. Das hole ich mir nicht normales. Außer den Schlüssel von den Schlüsseln. Jo. Was mal mehr zu sagen? We'll speak later. The cockatrice is a dangerous foe. Okay. Hallo. Sterben auch wenigstens schön schnell. Hat noch einer? Oh. Na, komm her. Damn. Ich glaube, es war da. Ja, da unten. Da bin ich schien gegangen. Genau, da war eigentlich der Schädel, ich erinnere mich. Da ist das Vieh. Hier ist der Leichnam von dem Typen. So, da habe ich auch keine Ahnung, für was der Schlüssel ist. Das haben wir auch schon gelesen, jawohl. Flaming Ghouls! Flaming Ghouls, haben wir gerade gesagt. So, da hinten ist das Vieh, oder? Ja. Ich kann es nicht wegklicken. So. Au. Hat mich flach gelegt. Wieder auf! Guter Typ. Der Fight with the Honor, der Typ stirbt erstmal. So, die Überreste von dem nehme ich aber mit. The cook. I don't think I can. So. Du-du-du-du-dum. So, jetzt sind wir ungefähr wieder so weit wie eben. Make haste. Beeilt euch, jawoll. Das Überreste. Ich würde vergessen, wo war das hier? That door leads out of the sewer. Oh. It's the whitehead bastard. Kill him. The night no. Ich hab schon ganz vergessen, die Typen. So. Ja. Gott.
der Typ fliegt erstmal. Dann let's go! So. Dann sind wir so gut wie da. Nur noch das Gespräch mit dem Typen hier. Zima's Temple Quarter. Whores, murderers, beggars. Salamandra's base must be near. Boah, es ist der Typ, der mir die Quest gegeben hat, nicht hier. Das zu früh ist wahrscheinlich. Hmm, interesting. The private eye Siegfried mentioned could be helpful. Have to start somewhere. Okay, ab in die Detektei Mori. So. Schade. Around that corner, something moved. Likely monsters again. Oh, it hurts. Who goes there? Let me get through the night. Das schaffst du schon. Ich muss erst mal wieder früh morgen, wo ich erst mal wieder hingehen. Ich war zu schnell fertig. So, ist hier jemand? Jemand daheim? Oder niemand. Oder alle. Da pennt er schon wieder. Bevor wir ihn wecken, wollen wir ihn erst einmal wieder ausrauben, nicht wahr? Hey, na? Verdammt, ich kann seinen Kleiderschrank durchsuchen, aber nicht die offensichtliche Kiste direkt daneben. Well, well, well. What do we have here? I'm Geralt of Rivia. A warrior like no other. Your legend precedes you. How can I help? I'm looking for some information. Is this where I'll find it? Good question. I used to work for the lawyers Cadringer and Fenn. Satisfied? The names mean nothing to me, but I'll assume that's a recommendation. As a professional, you understand information has its price. I'll pay. I'm all ears, White Wolf. I'm interested in the people who wear salamander pins. Just so happens I know a thing or two. Before I go on, I wouldn't mind knowing what your interest in the case is. I have some unfinished business. Join the club. It'll cost you 100 orans. Here's the gold. Why don't you tell me all you know about the salamander leader? I've been working on that case for a while. Go on. Azar Javed, a Zerikanian sorcerer, leads Salamandra. He's more dangerous than a pit of Kikimors, but unfortunately out of my reach. With his contacts and resources, he's got almost free rein in the city. I got a taste of his abilities. Anything else? I suspect Salamandra has built a large-scale operation, with gold simply greasing the wheels of their political ambitions. They're conducting genetic experiments, dangerous ones. Regular thugs wouldn't have the knowledge or means. Who's working for Javed? Any guesses? The captain of the guard who dropped that investigation disappears nights. Maybe you can squeeze some information out of him. Is that all? We might have one more lead. The city guards detained someone who could provide information. The guards? At the city jail? Yeah. Find a way to question that prisoner. In the meantime, learn what you can from the guards. Count on it. People open up to me all the time. His information could be priceless. Good luck. Geralt ist schon cool. Der hat eine sehr schöne Stimme übrigens, der Typ hier. Sehr angenehm. Könnte ich die ganze Zeit zuhören. Know anything more about the Salamander prisoner? He may be one of the leaders, though in this town the guards capture pawns while the big fish swim free. We'll know for certain once you question him. We'll see. Just one thing. I think you're being followed. Any suggestions?
Wait here a while. Make them nervous. Surprise those who want to surprise you. I'll leave at midnight. Gerard öffnet die Menschen seinem Schwert, so sieht es nämlich aus. The Witcher is taking his time. He must have left a different way. No matter. Seems true. I assume the trap is set. Indeed. Tend to your tasks in the trade quarter. I'll leave the matter to our best agent. Au, ich hätte jetzt immer noch gern mein Silberschwert, mein Stahlschwert. Okay, Attacke an alle! Ich liebe diesen Kampf immer noch. Warte, immer noch zu schnell. Shit-Eater nennt er mich. Greif an! Schon wieder tot. Ich hau mal ab, ne? Tschüss. I'm just a simple poor man. I'll kill you! Ja. Hat ihn getroffen, damn. Noch nicht. Ja, komm. Oh, hält der viel aus. Was bringt mein Stahlschwert? Ich esse doch gar keine Scheiße. Da ist nur einer, oder? Hier versteht da jemand. Kann ich das looten? Ja, komm. Die Fackel würde ich aber gern behalten. Ich glaube, da ist noch einer da hinten. Also steht jemand, keine Ahnung, ob der zu denen gehört. Ja, tut er, okay. Ah, das ist der mit dem Bogen. Komm her. So, ich kann schon die Ecke drin lassen. Ich würde anfangen an, lieber die versuchen, so einen einzelnen vorzunehmen. Aber ist egal. Denn jetzt sind sie alle kaputt. Puh. So, ich könnte mich mal heilen. Ein bisschen. Aber ich habe keine Schwalbe, ne? Ich habe nur Katze. Dann esse ich halt Käse. Nom nom nom. Und wo die Eingeweide von denen. Was ist das? Schleifstein. So ist der Typ mittlerweile mal da unten. Guck mal, die wäre wahrscheinlich Mitternacht, ne? Das ist ausnahmsweise mal ein normaler Hund. Scheinbar. Er hat noch nichts gerochen und jetzt geht er weg. Weil wir ihm scheinbar zu hart stinken. Sorry, Doggy. Eieiei. Uiuiui, wo kommen die ganzen Quests her auf einmal? 1000 Sachen. Die müssen alle machen, ne? Ach, was ist das mit dem? Die haben schon ganz schön lange, diese Quests mittlerweile hier. Das machen wir später. Das hätte ich jetzt gern erstmal, weil ich will meine Sachen wieder haben. Ich will meine Sachen zurück. Ich habe das Gefühl, ich könnte hier häufiger angegriffen werden nachts. Wieder mal großartige Musik, die hier spielt. Ich habe eine Gänsehaut. Hallo. Ich hoffe, die greifen mich nicht an, wenn die mich sehen. Ich probiere das mal aus. Hi. Honest folks sleep at night. What are you doing on the streets? Honest folks sleep at night. What are you doing on the streets? Nichts. Ich
will meine Sachen zurückhaben. Cool, jetzt sind wir mal in der Stadt unterwegs. Ich glaube, da komme ich nicht wirklich weit. Ja. Ah, sieht besser aus. Das sieht besser aus. Anschlagtafel. Oha. Wenn das nicht mal alles Quests sind. Der Wolfvertrag. Jean-Pierre kauft Wolfspelze. Man findet die beim Laden. Ich meine, zahlt für 10 Pelze. Wahrscheinlich die ganze Sammelquest einfach. Der Al-Ghul-Vertrag. Ich entlohne jeden, der mir das Mark von 3 Al-Ghulen bringt. Frisch muss es sein. Kalkstein, der Alchemist. Ach, schon wieder der. Kalkstein. Der Equinops-Vertrag. Die tapfere Person, die 3 Equinops-Wurzstöcke beibringen kann, soll reich belohnt werden. Frag nach dem Gärtner, der bei Prophet Majorans Krankenhaus im Tempelbezirk arbeitet. Mhm. Der Hundevertrag. Ich bezahle gut für die Eliminierung streunender Hunde. Was? So weiß für die vollendete Aufgabe sind 10 Töpfe Hundeteig abzuliefern. Hallo, ich laufe nicht rum und kill irgendwelche Streuner jetzt. Was soll das denn? Ich kill den gleich. So. Der ertrunkene Tote-Vertrag. Der Orden der Flammenrose belohnt tapfere Kämpfer, die ertrunkenen Toten ausrotten. Als Beweis dafür, dass die Ungeheuer besiegt wurden, müssen 10 Zungen ertrunkener Toter bei Ritter Siegfried in den Nestle im Hauptquartier des Ordens abgeliefert werden. Ja, schön. Ganz viele Quests. Ja, aber keine Hundis töten. Was ist bei denen kaputt? So, ich höre, wir müssen erstmal mein Zeug wieder haben. Also ich bin hier irgendwo richtig. Vincents Posten. Wo ist Vincent? The streets are dangerous at night. The streets are dangerous at night. Dangerous to go alone, aber ich hab doch ein Silberschwert. Stimmig nachts. Ey, Zanto spielt wieder! Der spielt Street Fighter. Er bereitet sich vor für Demolition Derby. Schöne Grüße an meinen Boy Zanto, der das niemals hören wird hier. Ich weiß, dass ich die Einträge im Bestiarium brauche. Da stand ja auch da drauf. Aber dennoch danke für den dezenten Hinweis. Aber wie gesagt, das. Da habe ich schon keine Kerkertür. Vielleicht unterirdisch. Das würde mehr Sinn ergeben. You killed the cockatrice. On behalf of King Faltest, I grant you an official pardon. Finally, this absurdity is over. Take your belongings from the trunk before I sell them. And remember the reward on the cockatrice's head. Vincent gets very excited about trophies. Ah, I can finally relax. I'll inspect what we've confiscated here. Good quality gear. Hat er Gear gesagt? Metal Gear. Welche Truhe überhaupt? Steht hier irgendwo eine Truhe? Da ist eine Kultur. Gib mein Zeug! Oh, ach du Scheiße, ey. Es kann schon fast alles da drin bleiben. Jawohl, ich habe nicht nur mein Silber. Oh, das ist ja voll klein, das Silberschwert. Und Stahlschwert habe ich auch wieder. Schön! Oh Gott. Alles total unsortiert. Kurze Frage. Ist das hier gleichzusetzen mit einem Lager? Oder. Also, wenn ich die Sachen jetzt hier drin lasse, kann ich die aus einem anderen Lager wieder rausnehmen? Das wäre mal interessant. Deswegen warte ich nur ganz kurz, bevor ich das alles transferiere. Fehlt nur als Truhe. Damn it. Ich kann das doch bestimmt gar nicht alles transferieren, oder? Nee. Mein Inventar ist schon wieder voll ohne Ende. Ich brauche dringend ein Lager.
mal die... Kann ich auch wenig Sachen reinlegen? Nee, kann ich nicht. Shit, dann esse ich einfach was. Nom nom nom. So, naja, wie gesagt, endlich, ich habe mein Zeug wieder. Nice. Damn, it's strong. What's strong? None of your business. I just... Drogen oder was? Ich kann dir was schenken. Why was the professor released from prison? He has powerful friends. Let that be a warning. Don't annoy those more powerful than you. I should be like the city guards. Release criminals whenever someone shakes a coin pouch. Hey, you're still under observation. Besides, someone bailed him out. Completely legal. Who was this benefactor? No idea. Money was transferred from Vivaldi's Dwarven Bank. Impossible to trace. Drop it. I could get into trouble talking like this. I have questions. Ask. Know anything about this salamander prisoner? Why would I tell you? The captain would kill me. Maybe I can persuade you. Powder would help. Pulver? Ich hab doch Pulver. Schwarzpulver. Wo war das jetzt? Gehen wir doch mal ganz langsam durch. Oder habe ich das da drin gelassen? Das Schwarzpulver habe ich da drin gelassen. Naja, stimmt. Ja, warte mal. Gib dem gleich das. Wird er wahrscheinlich nicht wollen, aber... Keine Ahnung, ob der Pulver schnüffelt. Weiß ich ja nicht, was da deren Hobbys ist. Das kann ich ja noch verbrauchen. Da. Gib. So, willst du das haben? Zweifel ist zwar, aber man kann es ja mal probieren. Irgendwie ist nichts passiert. Wahrscheinlich heißt es so viel wie nee, falsch. Ja, okay. Was war das denn da? Ich hab noch eine Droge bekommen vorhin, genau. Warte mal, was ist das denn? Ja, wo war die jetzt? Das da. I never turn down good Fiztek. Aha. Tell me about that Salamandra prisoner. But... I hardly know anything. Where is he? They took him to Lebiota Hospital. Thanks. Das war schon mal eine gute Info. Who did you confiscate the Witcher's sword from? Tala, the fence. Has to earn his living somehow. Before we let the professor out, Tala and Vincent were chatting in the courtyard. Before I went down the sewers, somehow I sense it was no coincidence. Where do I find Toller? I marked the place on the map, but don't kill him. We have a deal with him. You should drop that habit. Maybe, but not today. Ja, ja. Ja, ja, jeder Süchtige ever. Mach ich, mach ich. Oh, I feel I could single-handedly stop a cavalry charge. Aber nicht heute. Gut, aber wir haben Infos bekommen. Und ich habe mein Zeug wieder, das ist das Wichtigste erstmal so. Jetzt kann ich gucken. Jetzt kann ich mal gucken, was ich hier mache. Ich will gar nicht wissen, wie viele Quests ich jetzt da habe. Ich brauche ein Lager. Ich muss einen Inn finden erstmal. Kann ich gleich auf der Map. Hey, der Vater. Das sind ein paar. Boah. Ja. Jetzt, wie mache ich das jetzt am besten? Ich will erst mal gucken, ob hier irgendwo ein Gasthof ist. Da ist direkt das Krankenhaus, okay. Also ein Händler. Hey, Shani wohnt hier. Die müssen wir auch noch
vernaschen. Wenn möglich. Ich besuche mal schauen. Ich glaube, ich werde erstmal ein bisschen die Zeit verwenden, um die Stadt hier zu erkunden und ein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht noch die eine oder andere Quest mitzunehmen. Wer weiß. Denn dann weiß ich auch, was ich wo, wie, wann und warum machen kann. Haus. Irgendein Haus einfach. Ich kann leider wieder kaum was mitnehmen gleich. Es lohnt sich beinahe gar nicht, an die Fässer zu gucken. Ein Spiegel, in dem ich mich nicht sehen kann. Oder so bei Witchern wie mit Vampiren, dass sie kein Spiegelbild haben. Ein bisschen Resident Evil-Mucke hier gerade. Bedrohlich. Hier wohnt ja gar keiner, oder ist niemand zu Hause? Einfach noch durch die Straßen streut. So. Ja, ja. Warum kämpfen die? Das ist ein Hund. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich nicht mal, wüsste ich gar nicht, wie ich die Quest überhaupt erfülle. So, hier ist Charlies Haus, das da. Oh mein, muss sogar scheinbar hier. The Escalopian Snake. I'd love to meet the fool who associated skin shedding with medicine. Okay. Schon noch was Werbung. Achso, da hinten. Da hinten nur. Tür zu Shinies Haus. Welcome. Make yourself at home. Shiny, du bist ganz schön alt geworden. Welcome. Make yourself at home. Mehr nicht? Okay. Dafür eine extra Szene. Oh, you're getting old, Granny. Oh. Sogar ein Quest-Item. Ist auch ein Quest-Item, was? Haut vermutlich übelst rein. Perfekt mit Alkohol. Ist sie zu viel geklaut? Ich wollte euch nicht ansprechen, ich war nur beschäftigt, euch zu beklauen. Ignoriert mich einfach, alles cool. Kann ich alles nicht mitnehmen, weil ich dringend... Oh. Oh. Stört ja niemanden, ne? Das Tagebuch ist mit einem rosa Band zugebunden. Auf dem einen Band steht mit kindlicher Handschrift geschrieben, wer auch nur eine Seite liest, erzürnt ein furchtbar garstiges Biest. Aber Shani selbst scheint nicht zu Hause zu sein.